Hi Leute, ich bin's Marc von German Comic Books. Ich habe euch heute den vierten Band von Carl McCallum mitgebracht. Der trägt den Titel Samuel Earp, ist bei dem Verlag Bunte Dimension als Hardcover-Album erschienen. Vom Format her das gleiche Format wie die erste Gesamtausgabe, die die Alben 1 bis 3 enthielt, nur ein klein bisschen schmaler. Und ist hiermit die Nummer 4, trägt den Titel Samuel Earp. Und beinhaltet hier knappe 50 Seiten. Das ist einfach der Auftakt oder der Start von einem neuen Zyklus. Und ist auch wieder das Ganze geschrieben von Fred Duval. Die Zeichnungen wurden auch wieder von Guess gemacht. Und die Koloristin ist die Isabelle Rabagot, die auch schon bei dem ersten Gesamtband, ich glaube, die ersten zwei Alben koloriert hatte. Dieser Band, der geht direkt ziemlich actionreich los. Und zwar startet das Ganze so, dass die Carl McCallum und die Naoko Sonoda ein Kidnapping veranstalten. Und zwar kidnappen die in einem Restaurant einen, so einen alten Manager, sag ich jetzt mal, so einen Geldsack, der von zwei Bodyguards bewacht wird. Und auf jeden Fall ist es eine echt super actionreiche und ideenreiche Kidnapping, was da durchgeführt wird. Da will ich auch gar nicht allzu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall schnappen die sich diesen namentlichen Samuel Earp. Das ist auch die Person, die hier den Titel, den Untertitel für diesen Band gibt. Und sind mit dem dann in dem Bundesstaat Nevada, wo dieser Manager wegen Mordes gesucht wird. Der wurde bisher nicht verurteilt, weil er sich immer in anderen Bundesstaaten aufgehalten hat in den USA und konnte deshalb für seine Verbrechen bislang nicht belangt werden. Und die UNO, die hat Carl McCallum, die ja als Freelancerin arbeitet, ehemalige Terroristin und so weiter, Waffenexpertin, Carl McCallum beauftragt, den Typen zu kidnappen und dem Gesetz zu überführen. Unterstützung hat sie, wie gesagt, von der Naoko Sonoda, die in der Zwischenzeit für die UNO auch arbeitet. Das kriegen wir hier in diesem Band auch vermittelt. Und wie gesagt, die beiden schnappen sich den Typen und übergeben den dann halt an die UNO. Was da noch eine ganz wichtige Rolle spielt, man denkt dann, eigentlich könnte der Band fast vorbei sein. Die haben einen Typen geschnappt, der ist jetzt verhaftet und könnte eigentlich für seine Verbrechen, die er begangen hat, belangt werden. Hat der Band dann eine starke Wendung genommen. Dieser Typ ist nicht einfach nur ein Manager, das ist ein knallharter Killer, der vor nichts zurückschreckt und mit einer Technologie ausgestattet ist, die den Behörden um Vielfaches überlegen ist. Einfach weil er so viel Geld und Potenzial hat, was er voll ausschöpfen und ausnutzen kann. Und der geht dann hin und startet Kampfdrohnen, die sich im Orbit um die Erde herum befinden, startet von dort aus los und bewegt die über irgendwelche Verbindungen, die in seinem Körper bestehen, aufgrund von irgendwelchen, Moddings, die er erhalten hat, und startet dann Richtung Erde und stellt den Behörden einfach ein Ultimatum und sagt denen, passt mal auf, in 5 Stunden bin ich frei, ansonsten lasse ich meine Kampfdrohnen auf die Bevölkerung los und die wird, bis die Kampfdrohnen keine Energie mehr haben, ca. 5 Millionen Erdenbewohner vernichtet haben. So ein Typ ist das und da hat man nicht so richtig mit gerechnet. Das bringt dann die Wendung und dieses ganze Interessante in diesen Band rein. Also dieser Gegenspieler, der ist wirklich knallhart mit allen Wassern gewaschen. Zusätzlich bekommen die Behörden mit der Carl McCallum und der Naoko noch Probleme, weil die ansässigen Behörden in Nevada selbst, die wollen die Verurteilung von dem Samuel Earp selber vornehmen. Die trauen der UNO nicht über den Weg und gehen davon aus, dass die den wieder freilassen. Was ja auch durchaus passieren könnte, weil der immens unter Druck setzt. Und dieser Band, der endet in einem im starken Finale, in einem actionreichen Finale, wo die Behörden sich gegenseitig versuchen, diesen Samuel Earp quasi abzujagen. Und da geht es richtig zur Sache. Ein echt starker Band.
hat mich so weit angetriggert, dass ich interessiert bin und ich wissen will, wie das Ganze weitergeht. Bevor ich aber mein Fazit zu diesem Band abgebe, würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal kurz zusammen die Bilder an. So, wir schauen uns mal einfach ein bisschen den Zeichenstil an. Lasst die Bilder einfach mal auf euch wirken. Ich finde, das ist halt dieses Restaurant, von dem ich gerade erzählt habe. Was der Guess hier zeichnet, ist wieder absolut grandios, macht mir unheimlich viel Spaß. Der hat echt eine schöne Strichführung, ziemlich detailliert, trotzdem bleibt eine gewisse Klarheit dabei, sodass da jedes Panel für sich einfach Spaß macht, da die Sachen zu entdecken. Auch die Kolorierung von der Isabelle Rabarot ist einfach großartig, passt hier wunderbar zu den Zeichnungen und dem Zeichenstil und wie gesagt, ich fand es sehr unterhaltend, gerade hier dieser ältere Herr, den ihr seht, der hier diese Drohnen aktiviert hat. Unheimlich krasser Kerl und hat tierisch Spaß gemacht, das zu lesen. So, wie gesagt, schöne Bilder wie immer, wie wir es von den vorherigen Band oder Bänden kennen. Echt stark gezeichnet, schöne Farben und eine Story, die einen echt packt. Ich finde auch das Szenario gut, was wir hier in Nevada haben, dieses Wüstenszenario mit diesen netten Ideen von dem Kidnapping, wo das stattfindet. Wie gesagt, spoiler ich nicht, die Überraschung lasse ich euch. Und auf jeden Fall ein mega harter Gegner für die Carmen McCallum. Und ich bin auf jeden Fall mega angefixt und möchte unbedingt wissen, wie das Ganze weitergeht, was da jetzt passiert, was mit dem Samuel Earp geschehen wird. Und ob der das schafft, sein Ultimatum durchzusetzen und freigelassen wird. Hat mich auf jeden Fall super angetriggert und ja, ich kann das Ding nur empfehlen, eine ganz klare Leseempfehlung. Mir hat super Spaß gemacht. Deshalb bekommt der Band von mir auch wieder 7 von 10 Punkten und ist damit eine absolute Empfehlung zu lesen. Ich hoffe, die Review oder Rezension konnte euch weiterhelfen in eurer Entscheidung, den Band zu kaufen. Falls ihr auch selber die Serie schon gelesen habt, die hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein paar Kommentare dazu schreibt, wie ihr die findet, fandet, wie auch immer. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder ein Abo. Oder wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!